Hallo und herzlich willkommen, liebe Löwin. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir schauen heute wieder rein in die Energien für die Löwe-Sternzeichen-Aszendenten oder auch wenn du deinen Mond im Zeichen Löwe stehen hast, kannst du hier vielleicht eine Botschaft für dich mitnehmen. Wir schauen mal rein, was zeigt sich diese Woche hier aktuell für die Löwen. Heute zum Neumond und der Sonnenfinsternis. So, wir haben hier das Haus 2. Wir haben die Wassermann-Energie. Und den Saturn. Saturn, Wassermann und Haus 2. So, da sehen wir erstmal, mit dem Haus 2 geht es hier um die Finanzen, um Sicherheit und Werte. Hier könnte es um ja, irgendwelche materiellen Dinge gehen oder dein Selbstwert oder irgendwelche Werte, die dir wichtig sind. Da könnte es um die Sicherheit, um deine häusliche oder materielle Sicherheit gehen, die ja eine große Rolle spielt, wo es vielleicht jetzt auch darum geht, mit Saturn, dass du hier ja vielleicht ein bisschen diszipliniert und eigenverantwortlich handelst, hier vielleicht auch bestimmte Rahmenbedingungen erschaffst oder dass man hier auch gewisse Notwendigkeiten erkennt, ja, um für die eigene Sicherheit zu sorgen. Das haben wir eben mit Saturn, dieses Thema. Und dann haben wir noch den Wassermann und der spricht hier auch von ungewöhnlichen Lösungen, neuen Wegen und Veränderungen. Da geht es auch darum, es geht hier auch um Gerechtigkeit, aber es geht hier vor allem um Unabhängigkeit. Also es könnte hier auch darum gehen, finanziell zum Beispiel unabhängig zu werden oder zu sein oder sich von gewissen Werten unabhängig zu machen. Also hier geht es auch vor allem um deine Authentizität und Einzigartigkeit mit Wassermann. Ja, da geht es auch darum, dass du dein einzigartiges Selbst, deine Wahrheit zum Ausdruck bringst, auch auf ungewöhnlichen, unkonventionellen Wegen vielleicht, um hier für deine materielle Sicherheit zu sorgen oder ja, deine Finanzen, also das hängt ja schon alles miteinander ein bisschen zusammen hier auch, um für deinen Lebensunterhalt möglicherweise zu sorgen. Und mit Saturn könnte es aber auch Herausforderungen geben. Ja, da kann es auch sich so anfühlen, als wäre es hart oder herausfordernd oder es braucht sehr viel Disziplin, sehr viel Einsatz, sehr viel Ehrgeiz. Ja, denn Saturn ist ja nun mal auch der Planet, der Herausforderungen bringt und ja auch immer uns daran erinnert, dass es wichtig ist, gewisse Regeln zu befolgen und gewisse Notwendigkeiten hier auch zu erkennen. Und Verantwortung eben ist das große Thema hier auch von Saturn. Da geht es eben aber auch um Struktur und die Lebensziele, sich anzuschauen. Ja, was sind die Lebensziele, was ist wirklich wichtig und entscheidend. Aber gut, das lassen wir jetzt erstmal so stehen und holen uns noch eine Astrokarte dazu für die Löwen. Aktuell, worum geht es hier? Oh, hier kommt ein, okay, hier haben wir den Glückspunkt. Das ist jetzt ein Wachstumsimpuls, irgendetwas Glückliches. Es könnte eine glückliche Fügung sein. Oder du könntest hier etwas tun oder etwas entdecken, was dich erfüllt, was dir Freude bereitet. Ja, der Glückspunkt im Horoskop, der zeigt ja den Lebensbereich an, wo wir eigentlich uns am wohlsten fühlen, wo wir uns erfüllt fühlen, wo wir mit der meisten Freude auch unterwegs sind. So, das könnte also hier etwas wachsen oder gedeihen, was sich hier als Glück anfühlt, was sich gut anfühlt, was dir Vergnügen bereitet. Also davon könntest du jetzt mehr erschaffen. Oder es könnte einfach auch eine glückliche Fügung sein. Ja, ein Glücksimpuls. Wir schauen jetzt mal mit dem Tarot hinein hier, was sich hier zeigt für die Löwen. Könnte auch von Wachstum sprechen, vielleicht auch finanzielles Wachstum, vielleicht das materielle Wachstum, dass du dich dann dadurch hier auch entfalten kannst auf der Ebene. Gerade auch die Wassermann-Energie. Also wir haben ja hier den Wassermann liegen und der steht ja auch für Veränderungen. Gerade jetzt zur Sonnenfinsternis, Revolution. Das könnten also hier auch wirklich glückliche Veränderungen sein, die sich hier einstellen. Für die Löwen, worum geht es hier? Das zeigt sich hier aktuell für die Löwen.
So, schauen wir mal. Oh, spannend. Das Ass der Stäbe und der Narr. Oh, und die Acht der Schwerter. Okay. Also eigentlich sehen wir hier eine große Chance, ja, ein super Impuls, hier etwas neu zu starten, irgendwo komplett neu anzufangen. Ja, mit dem Narren hast du hier irgendwo in der letzten Zeit eine große Chance gehabt oder bekommen, dich zu verwirklichen, einen Absprung aus einer Situation zu wagen und hier komplett neu anzufangen. Aber irgendetwas hat dich in diesem Zusammenhang hier auch gehemmt. Ja, also es kann sein, dass diese Chance hier nicht wirklich genutzt wurde oder nur bedingt, da müssen wir mal schauen, weil man sich hier irgendwo blockiert und gehemmt fühlt. Da sehen wir eine Art Gefängnis, eine Gefangenschaft, die hier allein durch deine eigenen Gedanken besteht. Dass man sich hier irgendwo unfrei fühlt. Da haben wir eben auch das Thema von fehlender Authentizität. Das Wassermann-Thema. Irgendwo bist du nicht hundertprozentig du selbst, sondern es gibt einen Anteil in dir, der gehemmt und blockiert ist, eingeschränkt ist, eingesperrt. Ja, deswegen ist man in einer Situation, wo man eigentlich weiß, man ist hier nicht man selbst hundertprozentig, man ist unfrei und geht aber nicht da heraus. So, jetzt weiß ich nicht, ob du diesen Sprung gewagt hast. Müssen wir mal schauen, ob wir dazu noch Hinweise bekommen. Es zeigt sich hier das große Schicksal. Und der Magier. Wow, also hier ist wieder ordentlich was los. Hier haben wir schon drei große Arkana-Karten. Wir haben den Narren. Wir haben das Schicksalsrad. Das ist die Lebensaufgabe. Da geht es darum, sich jetzt wirklich hier einer wichtigen, notwendigen Aufgabe zu beugen und diese zu lösen. Das ist auch Saturn. Das haben wir ja hier mit. Saturn ist eben auch der Regelmeister, der Lehrmeister, der uns, oder auch manchmal der Spielverderber, der uns eben aufzeigt, dass wir im Leben nicht frei sind, zu tun, was wir wollen, uns nur zu vergnügen, sondern wir sind hier, um eine Aufgabe zu erfüllen, nämlich unseren Seelenplan, unsere Lebensaufgabe. Und die sieht für jeden anders aus. Jeder hat dann ganz andere. Seelischen Rahmenplan, den kann man ja auch in der Astrologie schön ablesen am Geburtshoroskop. Aber das ist etwas, was jetzt hier in Angriff genommen werden möchte. Da geht es darum, sich jetzt einer aktuellen Aufgabe zu stellen und hier eben auch jetzt wirklich in diese Schöpferkraft zu kommen. Ja, hier geht es darum, dass du jetzt die Initiative ergreifst. Und das sehen wir hier, dass du das aktuell tust. Also das ist die aktuelle Situation, dass du jetzt hier eine Aufgabe erkannt hast, die Notwendigkeit, sich eine Aufgabe zu stellen und diese zu lösen, mit all deiner Einflusskraft, mit all deiner Macht und Schöpferkraft, deinen Fähigkeiten, hier jetzt deine Lebensaufgabe, dein Schicksal hier zu erfüllen. Ja, der Neubeginn hat hier schon stattgefunden. Ja, also hier gab es schon irgendwie eine Öffnung für einen neuen Weg in der Vergangenheit. Da hat man sich schon für etwas geöffnet. Oder vielleicht auch gab es ja eine chaotische Situation. Vielleicht war man hier auch naiv und hat sich irgendwie zum Narren gemacht. Auch das ist ja möglich. Oder war närrisch oder einfach unvorbereitet. Na ja, naiv. Leichtsinnig. Auch das kann es hier sein, dass du angesichts dieser großen Chance, die es hier gab, die sich hier gezeigt hat, dass du da vielleicht naiv und unvorbereitet daran gegangen bist und deswegen diese Hemmung und diese Blockaden. Wir schauen mal. Also es ist wie gesagt jetzt gerade der Zeitpunkt, jetzt ist die Zeit da, sich dieser Sache hier zu stellen und diese große Veränderung hier herbeizuführen oder wie gesagt ein Thema, was jetzt hier drängt, zur Lösung zu bringen. Ganz, ganz wichtige Energie, gerade mit dem Magier und dem Narren zusammen. Die Königin der Kelche zeigt eine Person, das könntest du sein, oder ein Gegenüber. Das ist auf jeden Fall eine Person, oder ein Anteil auch in dir, der sehr empfindsam, sehr gefühlvoll, sehr sensibel ist und sehr instinktsicher. Es könnte also sein, dass du dir aktuell entweder Rat suchst bei einer medialen Person, die dir jetzt hilft, dein Schicksal zu verstehen, um das bestmöglich zu bewältigen und diese Aufgabe hier so geschickt wie möglich zu lösen. Oder aber du hörst auf deine Intuition, lässt dich hier von deiner Eingebung führen, von deiner inneren Stimme. Mit der Königin der Kelche. Hier kann es aber auch darum gehen, dass man hier mitfühlend und verständnisvoll auftritt, dass man hier auch sich um sich selbst und die eigenen emotionalen Bedürfnisse kümmert. Ja, Selbstfürsorge, Selbstliebe. Es könnte also damit auch zu tun haben. Das könnte die Schicksalsaufgabe sein,
oder diese Teil deiner Lebensaufgabe könnte sein, dass man hier emotional reif wird und lernt, die eigenen Empfindungen, Gefühle, Emotionen zu besänftigen, zu nähren, ja, durch Selbstliebe und Selbstfürsorge. Das könnte Teil dieser Schicksalsaufgabe sein. Und eben in diese Selbstermächtigung zu kommen. Ja, deine Macht anzunehmen, deine Schöpfermacht. Hier haben wir mehr so eine Energie, die könnte sich, wenn sie im Schatten liegt, als Opfer fühlen, Opferenergie. Ne? Wir haben ja hier auch Acht der Schwerter, Hemmung, Blockade. Und hier haben wir den Schöpfer, hier haben wir die Selbstermächtigung. So, was kommt jetzt auf dich zu? Okay, also da haben wir jetzt Herausforderungen. Ja, aber wir haben auch einen ganz wichtigen Wachstumsimpuls. Ja, wir sehen, es geht hier um Wachstum. Es geht um seelisches Wachstum mit dem Schicksalsrat und der Herrscherin. Hier soll etwas Neues entstehen. Hier darf ein neues Bewusstsein entstehen. Hier geht es ganz, ganz klar darum, dass du dich aus Hemmungen und Blockaden, Einschränkungen befreist. Ja, etwas, was dich in einer Situation hält, die dich unfrei macht, wo du nicht du selbst sein kannst. Meistens sind das eben Situationen, die einfach auch schon lange nicht mehr gesund sind und sich nicht mehr gut anfühlen. Man hängt da einfach nur rum, weil es irgendwelche Ängste gibt oder negative Gedanken, die man sich selbst erzählt und Geschichten, die einen hier blockieren. Es geht darum, sich dieser Aufgabe hier zu stellen und daran zu wachsen. Es geht darum, lebendig zu werden, fruchtbar. Auch hier bei der Herrscherin haben wir das Thema der Selbstfürsorge, des Nährens. Das ist die archetypische Mutter, die nährt sich selbst und ihre Bedürfnisse, Selbstfürsorge und auch ihr Umfeld, beziehungsweise die ihr Untergebenen, also Kinder zum Beispiel. Eine sehr nährende, fürsorgliche Energie, die eben ja ihre Bedürfnisse erfüllen kann und eben auch Neues hervorbringt. Es geht ja hier auch darum, dass du etwas Neues entstehen lässt, dass neues Leben aus dir heraus entsteht. Also ein kreatives Projekt zum Beispiel. Hier die Entfaltung. Das ist hier auch ein großes Thema. Das Ass der Stäbe. Lebendigkeit. Großes Thema. Darum geht es hier. Kreative Impulse, Fruchtbarkeit. Also dieser fruchtbare Nährboden, um hier Neues entstehen zu lassen, um wachsen zu können. Egal, was hier jetzt auch an kreativen Impulsen aus dir heraus jetzt entstehen und wachsen und sich entfalten möchte. Aber das ist das, was jetzt auf dich zukommt. Das ist die Aufgabe, der du dich jetzt hier stellst. Ja, Selbstermächtigung, Initiative, Schöpferkraft, dass du dir etwas Neues manifestierst und in einen Wachstumsprozess jetzt kommst, der natürlich aber auch einiges an Herausforderungen mit sich bringt. Da haben wir wieder Saturn. Saturn heißt, es könnte vorübergehend hier auch zu Einschränkungen kommen und Verzicht. Hier kann es sein, dass du einen unsicheren Boden betrittst, dass du aus deiner Komfortzone heraustrittst, den sicheren Boden verlässt und dich hier auch jetzt mal auf Glatteis begibst. Und das ist aber wichtig und notwendig, um zu wachsen. Ein Wachstumsprozess bringt immer Geburtswehen, Geburtsschmerzen. Und das ist das, was wir hier sehen. Wir sehen hier Geburtsschmerzen. Wir sehen hier Verlust und Kummer, Trauer, ja, irgendein alter Schmerz, der hier vielleicht jetzt aufgearbeitet werden möchte. Auch das könnte mit deiner Lebensaufgabe in Verbindung stehen, mit einer Entwicklungsaufgabe, dass man sich hier von alten Schmerz oder einem Verlust oder Trauergefühlen befreit. Ja, indem du natürlich eben auch hier dich deinen Emotionen und Gefühlen annimmst. Es geht eben auch darum, sich diesen Gefühlen und Emotionen und nicht verarbeiteter Trauer zu stellen. Hier kann es sein, dass du dich auch ein bisschen hilflos fühlst, dass du dich alleine fühlst oder das Gefühl hast, keine Unterstützung zu bekommen oder nicht zu wissen, ne, wie es jetzt weitergeht oder was du tun kannst. Hier geht es auch darum, dass man sich dann Hilfe sucht. Ja, also das sieht jetzt ein bisschen ja, schon sehr herausfordernd aus. Wir schauen mal, ja, das große Thema hier sind die unterliegenden Ängste. Das ist das große Unbewusste, was hier immer als Gefahr zu verstehen ist, wo man sich verlieren kann in diesen alten Prägungen und Mustern. Das sind emotionale Bedürfnisse hier. Das sind ungesehene Prägungen, Muster, manchmal auch Verstrickungen, die auch natürlich in den meisten Fällen aus der Kindheit rühren, aus ja, von alten Ängsten. Und da auch, schau mal.
Das ist spannend. Darunter liegt die Welt. Ja, hier geht es darum, dass man sich. Also eigentlich ist der Weg zur Welt hier geebnet. Es ist ziemlich klar. Die Welt ist das Ziel. Das ist das große Ziel. Du stehst jetzt kurz davor, ein großes, wichtiges Ziel zu erreichen, anzukommen. Wirklich eine Lebensphase hier abzuschließen, eine große, wichtige Aufgabe zu beenden, eine Schicksalsaufgabe. Das Schicksal möchte, das Schicksal, wer auch immer, deine göttliche Führung, dein höheres Selbst, an was auch immer du glaubst. Es geht darum, sich dieser Aufgabe hier zu stellen, jetzt und zum erfolgreichen Abschluss zu führen, dass du ankommst, dass du deinen Platz findest in dieser Welt, dass du weißt, wo du hinkommst, dass du wer du bist, wo du sein möchtest, dass du reif wirst, das große Ganze erkennst. Hier geht es um dein Happy End. Um deinen Platz in der Welt und den Abschluss, der glückliche, erfolgreiche Abschluss einer Phase und einer wichtigen Aufgabe, dass du ein Ziel erreichst. Und wie erreichst du das? Indem du dich durch all deine Ängste und emotionalen Sümpfe durchfühlst. Das heißt, was immer da auch an die Oberfläche kommt und sich zeigt und dich verunsichert, da geht es darum, sich das zu nehmen und sich damit mal hinzulegen, sage ich immer, und einfach mal reinzufühlen, ja, sich wirklich da durchzufühlen und das nicht zu verdrängen. Denn das Verdrängen hält den Schatten ja immer unten. Es geht darum, sich das genau anzuschauen. Wovor hast du Angst? Was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Was sind das hier für, na, das ist das hier, die Auseinandersetzung mit Trauer, Schmerz, Verlust, Kummer, Mangelgefühlen. Also diese ganzen Mangelgefühle sehen wir ja hier. Ja, das ist Existenzangst, materielle Unsicherheit, aber es ist auch der Schmerz des Verlassenseins, der Einsamkeit. Das sind so diese Gefühle, mit denen man sich hier auseinandersetzt. Abgelehnt sein, Selbstwertthemen, all das liegt hier drin. Emotionale Muster, die dich hier vom Weg abbringen wollen. Ja, also hier kannst du nur dich durchfühlen. Was sind diese Ängste und Unsicherheiten? Es geht ja auch gerade jetzt zu diesem Neumond in der Waage darum. Wir haben ja gerade die Sonnenfinsternis heute. Da geht es ja darum, aus diesen Unsicherheiten herauszukommen. Ja, und diese große Revolution, darum geht es ja eben auch hier, Wassermann, diese große Veränderung herbeizuführen, indem du eine Entscheidung triffst und klar für dich einstehst, für deine Wahrheit. Ne? Das ist immer das Thema und dich dafür diesen Ängsten stellst, um deinen Platz einzunehmen hier. Ne? Hier geht es eben auch um Klärung. Deine Kraft, dass du in deine Kraft kommst, dass du stark bist, dass du mutig und leidenschaftlich für dich einstehst und auch deine inneren Dämonen bezwingst hier. Ja, auch im Außen hier dich Konfrontation stellst und Klartext sprichst, ja, dich Konflikten auch stellst. Um anzukommen. Okay, so, dann schauen wir jetzt mal weiter. Was ist jetzt wichtig hier für die Löwen? Löwe, Löwe, Aszendent, Mond, Löwe. Da haben wir. Es geht um Geduld und Entschlossenheit. Geduld. Ja, geduldiges Warten, aber eben entschlossen. Okay. Und wir haben hier, ja, das Loslassen von alten Ketten. Loslassen alter Ketten und Verstrickungen. Was sind das für alte Verstrickungen, alte Ketten? Na, das sind eben diese Ängste, das ist dieser Mond, das sind diese Mangelgefühle, das sind die Ketten hier, das ist das, was dich hier unfrei macht. Ich denke, das ist es, was dich hier blockiert, diesen Neuanfang zu gehen, diese Hemmung. Ja, wir sehen hier, es gibt diese große Chance, dich zu entfalten, diesen Absprung hier zu wagen in ein neues Leben hier, aber irgendwas hemmt und blockiert dich, ja. Und jetzt drängt das Schicksal und sagt, okay, jetzt ist wirklich Zeit, dass du deine Macht annimmst, dass du hier für dich einstehst und dass du deinen Einfluss hier geltend machst und auch zeigst, dass du am längeren Hebel sitzt, dass du die Macht über dein Leben hast, dass du dich nicht von Hemmungen, Ängsten, Blockaden oder Mangelgefühlen oder emotionalen Bedürfnissen, ja, oder irgendwelchen alten Themen, die dich hier blockieren, dass du dich davon eben nicht hier in Ketten legen lässt oder kontrollieren lässt. Lass dich von deiner inneren Stimme führen, von deinen Instinkten. Ja, das Schicksal besteht hier darin, dich aus diesen Ketten zu befreien und deine Potenziale zu nutzen und diese große Chance, dich zu entfalten hier. Das ist eben ja auch ein großes Thema. Es geht darum, den Neuanfang zu wagen. Wir haben nämlich hier den Narren und danach kommt der Magier, wenn wir uns mal dieses hier anschauen in diesem
Zusammenspiel. Ja, es geht darum, mutig neue Wege zu gehen und deine Wünsche, deine Träume hier zu manifestieren, deine Wirklichkeit neu zu erschaffen oder einen neuen Weg hier für dich zu kreieren. Aber dafür muss irgendwie das Tal der Trauer durchquert werden. Ja, irgendwelche alten Verletzungen oder irgendein Verlust, irgendetwas, was hier dich noch hier belastet. Ja, es geht hier um Gefühle. Das ist, was ich hier sehe. Wir schauen mal, was ist hier wichtig für die Löwen? Wachstum. Wachstum, indem du dich durch deine Verlustgefühle oder Trauer oder Verletzungen oder schmerzhaften Empfindungen oder dieses Gefühl von Alleinsein, von Verlassensein, von Hilflosigkeit durcharbeitest und eben auch möglicherweise diesen sicheren Hafen verlässt und auch dich mal hier auf Glatteis begibst und eventuell vorübergehend auch mal mit Einschränkungen lebst. Für die Löwen, worum geht's hier? Das sind aber jetzt zu viele. Eine Energie für die Löwen hätte ich gerne hier. Das ist das wichtigste Thema hier, der wichtigste Schatten. Fünf, schon wieder zu viele. Vier Karten hier. Was ist das wichtigste Thema für die Löwen? Nicht ganz so einfach. Deine Träume und Liebe. Okay, Liebe. Da schaue ich mal rein, ob es hier um Selbstliebe geht. Lass deine limitierenden Glaubenssätze über Liebe los, heißt es hier. Dein Herz sehnt sich nach mehr Verbindung, nach Nährung. Ja, also das geht darum, sich selbst zu nähren. Und das haben wir ja hier auch schon gesagt. Du bist an einem Punkt in deinem Leben, wo es jetzt wirklich darum geht, zu lernen, wahrhaftig zu geben und zu empfangen, Liebe auch zu empfangen. Öffne dein Herz. Das wird deine Verletzlichkeit auch erwecken. Okay, deine Sensitivität und deine Angst. Insbesondere deine Angst vor Ablehnung mit einer anderen Person. Ja, also es geht darum, sich wirklich mit anderen zu verbinden. Das ist ja auch das Thema dieser Waage. Waage Beziehungen, Neumond, ne? Neu in Verbindung treten, sich öffnen, aufeinander zugehen. Okay. Wenn du in der letzten Zeit an einem alten Schmerz festgehalten hast, dann ist das jetzt an der Zeit, das anzuerkennen, zu fühlen und vorwärts zu gehen. Genau das, was ich gesagt habe. Genau das, ne? Der Mond. Das zu durchfühlen, die alten Verletzungen, die alten Schattenthemen zu durchfühlen, ja. Und dann vorwärts zu gehen, weiterzugehen. Gib dir selbst die Erlaubnis, Menschen reinzulassen. In dein Herz zu lassen. Halte nach das Schöne Ausschau. Schau dir das Schöne an jeder Person, die du triffst oder mit der du es zu tun hast. Ja, halte Ausschau nach. Fokussiere dich auf das Schöne und darauf, sich gut zu fühlen. Ja, also hier geht es darum, dass man sich mit seinem Herzzentrum, Herzchakra auseinandersetzt. Ja, wie fühlt sich dein Herz an? Na, ist das offen, leicht oder ist es kalt? Ist es gefroren und dunkel? Also hier kann vielleicht auch so eine Herzmeditation helfen. Also das ist ein Hinweis für mich, dass es hier irgendwelche alten, ja, Verletzungen, Enttäuschungen, irgendetwas gibt, was dich auf der Herzebene hier fesselt. Was dich auch eben daran hindert oder hier blockiert, diesen Neuanfang zu gehen, dich hier vollkommen zu entfalten. Aber das möchte hier etwas Neues gestartet werden, ja? Deine Träume. Worum geht es hier bei den Träumen? Ja, achte auf deine Träume. Da könnten jetzt Botschaften zu dir kommen über deine Träume, die dir tiefe Einsichten ermöglichen.
über deine aktuelle Situation. Das könnten kreative Ideen sein, ja, die dir dabei helfen, hier etwas umzusetzen, deine Wünsche zu erschaffen, zu manifestieren. Manifestieren haben wir hier mit dem Magier, deine Wünsche und Träume zu manifestieren. Sie können dir auch zeigen, jetzt aktuell deine Träume, was dich hier emotional gerade herausfordert, was deine emotionalen Herausforderungen sind. So achte auf deine Träume. Na, die können dir hier gerade ein wenig Klarheit auch geben. Interessant. Gut. Eine Göttin hätte ich gerne, vier Löwen. Was ist jetzt wichtig für die Löwen? Da kommen der Himmel und die Rhythmen. Also ehre die Zyklen deines Körpers, dein Energielevel und deine Emotionen. Dann nochmal, deine Emotionen, achte auf deine Emotionen, auf deine Gefühle. Was sagen sie dir? Ja, was brauchen sie gerade? Ganz oft ist es ja auch so, dass so eine Emotion kommt. Und dann wissen wir manchmal gar nicht, dass es eine Emotion ist. Und wir drücken es weg, weil es fühlt sich schwer und unangenehm an, aber man setzt sich damit nicht auseinander. Also das machen ja die wenigsten. Ja, und das ist eben immer wieder wichtig, da auch bei sich anzukommen, sich dann die Zeit zu nehmen, sich und da reinzufühlen. Gerade wenn es sich anstaut und zu viel wird, ja, was man so versucht, runterzuschlucken oder wegzudrücken. So, ich schaue hier auch noch mal rein. Das belastet nämlich das Herz. Das ist ganz klar. So, ja, nimm dir jetzt also auf jeden Fall Zeit, um dich zu erholen. Zeit für Ruhe. Und auch unternimm Schritte, um deine Lethargie oder deine Depression, das könnte bei einigen hier der Fall sein, ja, aufgrund von diesen Blockaden oder diesen Verletzungen oder diesen Ängsten und Unsicherheiten, dass man hier in so eine depressive Verstimmung oder so eine lethargische Haltung gekommen ist, dass man das auflöst, ja, um das zu erleichtern. Achte gut auf deinen Körper. Suche dir Hilfe und Unterstützung, um deine emotionalen Krisen zu bewältigen und anzugehen, um ja, um die zu meistern. Ich meine, das ist mit dem Schicksalsrat für mich ja schon klar, dass es eine Aufgabe ist, die mit deinem Lebensweg zu tun hat, mit deiner Lebensaufgabe, ja, diese emotionale Krise. Das geht hier darum, dass du daran wächst, an dieser Aufgabe, an dieser aktuellen Herausforderung, dass du hier wirklich dadurch reifst und erblühst, ja, dass du hier ankommst, indem du dieses dunkle Tal durchquerst, ja, ich kann es nicht anders beschreiben. Ja, genau. Also nimm dir Zeit für dich, um dich zu fühlen, um deine Ruhe zu bekommen hier. Moment, was steht hier noch? Da, da, da. Ja, auch auf den Körper zu achten. Ja, und achte auf die Rhythmen. Also was braucht auch der Körper gerade? Das ist auch so eine wichtige Sache. Na, es gibt eben auch Energiezyklen. Das heißt also, wir haben Phasen, wo wir sehr viel Energie haben. Und dann gibt es wieder Phasen, wo wir sehr wenig Energie haben. Und das muss man auch erkennen und verstehen und dann uns nicht dazu zwingen, irgendetwas zu liefern oder zu leisten, was es gerade einfach nicht geht. Also wenn eben die Energie unten ist, dann geht es eben darum, eben auch sich stärker mit dem eigenen Befinden auseinanderzusetzen, mit den eigenen emotionalen Bedürfnissen. Und das ist eben dann auch eine gute Zeit, sich diesen eigenen Empfindungen und Verletzungen zu stellen. So, was ist hier noch wichtig für die Löwen? Irgendwie mit dem Mischen ist es heute hier der Wurm drin, ja? Lass die alten Ketten los, heißt es hier. Befreie dich von diesen alten Verletzungen. Oder ich weiß nicht, ich schaue da nochmal rein, auch was das hier, was du loslassen sollst. Spiegelbild. Hüte dich vor Dingen, erblickt mit weit geschlossenen Augen, denn sie sind Spiegel des Wahnsinns. Wahrheiten gesprochen mit blutender Zunge. Eieiei, was ist das denn hier?
Das Spiegelbild. Okay, schauen wir mal rein. Also, Spiegelbild zeigte die Person, die du geworden bist, im Guten wie im Schlechten. Sie zeigt jene Teile von dir, die du am liebsten verbergen würdest, und jene, die dir gefallen. Dein Spiegelbild legt es nicht darauf an, deine Wahrheit zu verbergen. Nimm an, wer du in diesem Moment bist. Der Blick in die Zukunft ist eine gute Sache, ebenso das Setzen von Zielen. Aber wie kannst du einen Plan für die Zukunft machen, wenn du dir nicht darüber im Klaren bist, wo du dich gerade befindest? Es kann eine Herausforderung sein, zu akzeptieren, wer man heute ist. Niemand möchte sagen, ich ertrinke in Schulden oder ich sabotiere meine Ziele selbst. Doch diese Gegebenheiten zu ignorieren ist, als würde man sich in einem Regensturm unter einem Blatt Papier verstecken. Es wird dich ein paar Augenblicke schützen, doch schließlich wird das Wasser durchsickern und du wirst gezwungen sein, dich deiner Realität zu stellen. Also diese Karte ist eine Bitte, ehrlich mit dir selbst zu sein. Verstecke dich nicht länger vor der Situation, mit der du konfrontiert bist. Du musst den Punkt, an dem du jetzt stehst, als Startpunkt nutzen, damit echte Veränderung möglich ist. Es kann auch ein Zeichen hier der Angst sein. Angst vor Veränderung, Angst vor Verpflichtung, Angst vor dem, was du vielleicht siehst, wenn du in den Spiegel blickst. Du hast solche Angst, deiner Wahrheit ins Gesicht zu schauen, dass du vielleicht deine Realität so sehr verzerrst, bis du dich selbst oder die Situation nicht mehr erkennst. Man kann in den Spiegel die Realität schauen und eine Wahrheit sehen, die nicht wirklich existiert. Du kannst das ändern, bevor deine Lügen dich verzehren. Sei ehrlich mit dir selbst, bevor deine Situation so weit aus dem Ruder läuft, dass du keine Kontrolle mehr über die Konsequenzen hast. Okay. Okay, ja, gut. Also irgendwas darfst du dir hier anschauen, ja? Es geht hier auch wieder darum, sich einen Schatten hier, eine Wahrheit genau anzuschauen und nicht davor wegzulaufen, Angst vor Veränderung. Okay. Was ist hier wichtig für die Löwen gerade? Der Tod, ja. Was möchte sterben? Was darf sterben? Schiebe die Dinge nicht mehr auf. Irgendwas soll hier abgeschlossen werden. Ja, irgendwas soll verabschiedet werden. Der Tod spricht immer von Transformation, Loslassen, Abschied, Neubeginn. Ja, eine Aufgabe, die ansteht. Verwandlung, Transformation. Und hier, es fehlt hier die Balance. Zentriere dich. Male dafür eine liegende Acht auf ein Papier oder in die Luft. Auf der einen Schlaufe sagst du dabei, ich verbinde mich, und in der anderen, ich lasse los. Wiederhole dieses kleine Zentrierungsmantra über einige Minuten. Also loslassen. Loslassen. So, jetzt möchte ich nochmal schauen, was hier mit Estefania losgelassen werden soll. Okay. Also hier ist erstmal als allererstes die Rede davon, dass sie sich in ein eigenes Gefängnis verkatapultiert hat. Und das ist ja, was wir hier sehen mit diesen Acht der Schwertern. Das ist ja dieses selbstgeschaffene Gefängnis aufgrund von negativen Gedanken, Blockaden, Hemmungen. Also das ist ja interessant. Und das ist eben etwas von einer alten Verletzung. Ja, eine alte Verletzung, die jetzt zu dieser Hemmung und dieser Blockade führt. Die jetzt zu einem Gefängnis wird. Ja, und das hat damit zu tun, also die Stricken, die selbst erschaffen wurden, weil man an Angst oder an Ärger oder an Reue oder etwas, was man bedauert, festhält. Etwas, was man bereut oder Wut, alte Wut, irgendetwas, was mit der Vergangenheit zu tun hat, eine negative Emotion, an der man hier noch festhält. Niemand kann dich daraus befreien, nur du selbst. Und das ist das, was du tun musst. Du musst die Vergangenheit loslassen. Die Vergangenheit loslassen. Ja, also um diesen neuen Weg zu gehen zu können, um dich jetzt neu entfalten zu können, dich für neue Abenteuer öffnen zu können. Ja, muss die Vergangenheit losgelassen werden.
Ja, alte Verletzungen, alte Wut, alter Ärger, das geht ja darum, dass du dich und dein System befreist, dein Herz befreist. Ja, es geht ja nicht darum, anderen aus der Verantwortung für das, was sie vielleicht getan haben, zu entheben, sondern es geht ja darum, dass du innerlich frei wirst, ne? Ja, welche Kette kannst du heute durchbrechen und an welchem alten Schmerz hältst du fest? Weil diese alten Energien, die du damit zurückhältst, die halten dich eben zurück. Ja? Du musst das loslassen, alte Verletzungen loslassen. Ja, um neu anfangen zu können, um neu durchstarten zu können. Das ist aktuell eine wichtige Aufgabe, die das Schicksalsrad dir jetzt hier stellt, dass du zum Schöpfer wirst, dass du in deine Macht kommst. Dass du jetzt eine neue Realität dir manifestierst und über dich hinaus wächst und diesen alten Schmerz hier dich damit aussöhnst und loslässt, ja, transformierst. Liebe Löwen, das ist, was ich hier jetzt für dich bekomme. Ich hoffe, du konntest hier etwas für dich mitnehmen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr freuen über einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder gerne auch ein Abo von dir. Ja, es geht darum, dass du ankommst hier, ja, dass du wirklich hier ein großes Ziel erreichst und frei wirst, dass du ein Happy End erlebst. Da musst du durch diese Gefühle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.